Hallo zu Teil 8 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Gran Canaria. Einen Monat im Winter waren wir in Las Palmas zum Arbeiten, Sprache lernen und natürlich auch leben und Urlaub machen. Dieses Kapitel widmet sich jetzt nur Silvester. Wir haben natürlich keine großen Partys besuchen können jetzt zum Jahreswechsel 21 auf 22. Corona war natürlich auch in Gran Canaria ein beherrschendes Thema und deswegen fielen große Feiern auch flach. Und deswegen saßen wir dann auch vor dem Fernseher und haben kanarisches Fernsehen geguckt und auch das Fernsehen aus vom Festland Spanien, Peninsula. Da ist ja die besondere Sitte, das haben wir auch im Sprachunterricht dann natürlich behandelt, dass die Spanier kurz vor Mitternacht, also bevor es 12 Uhr schlägt, die Minute davor, mit jedem Glockenschlag, der auf der Puerta del Sol in Madrid gibt es eine Uhr, da versammeln sich immer alle Menschen und das wird auch landesweit übertragen im Fernsehen. Wir haben es dann halt auch gesehen. Mit jedem Glockenschlag essen sie eine Weintraube. Das ist gar nicht so einfach, hat uns unsere Lehrerin erzählt, weil die Trauben oft eben Kerne haben oder zu groß sind und dann schafft man das gar nicht in diesen kurzen Abständen, die Traube zu zerkauen und zu schlucken. Und deswegen werden schon immer extra Züchtungen angeboten, kurz vor Silvester. Fand ich auch lustig. Im kanarischen Fernsehen, das war in diesem Jahr, stand ganz unter dem Thema Solidarität mit La Palma wegen des Vulkanausbruchs. Und deswegen fand es dann auch auf La Palma statt. Und dort haben sie dann auch viel kanarische Folklore dargeboten. Gesänge und Tanz und Trachten. Das war so eine Übertragung aus dem Theater. Zwischendurch gab es dann mal so einen Komiker. Ich habe nicht alles verstanden, ehrlich gesagt. Und was unsere Sprachlehrerin uns auch zum Üben, mal zum Singen gegeben hat. Ich sagte schon in einer Folge, dass dieser Unterricht sehr abwechslungsreich von den Methoden war. Unter anderem brachte sie uns irgendwann einen Textsong mit von dem sehr berühmten Lied Mi Gran Noche. Das singen offenbar alle Spanier nach großen Feiern, egal welcher Anlass das ist, aber eben auch Silvester. Und da habe ich dann auch mal einen kleinen Ausschnitt gefunden von dem Sänger. Danach haben wir eben auch Spanisch geübt tatsächlich. Da ging es, glaube ich, um Futur, um die Zukunftsform. Dann war Mitternacht und sind flugs zum Strand geeilt. Das war ja nur 5 Minuten von unserem Apartment, ist der Strand ja entfernt gewesen. Und dann waren wir am Strand Las Canteras und haben ein tolles Feuerwerk über dem Meer genossen. Viele Menschen kamen dann am Strand zusammen, natürlich alle mit Maske und waren also alle ganz begeistert von einer Pyrotechnik. Wer keine Lust hat auf Silvester in Spanien, kann sich gleich den nächsten Teil 9 anschauen. Viel Spaß! Jetzt haben wir das aber nicht gesehen, wie sie sich die Weintrauben in den Mund gesteckt haben. Mann, auf der Puerta del Sol in Madrid.